der nicht arbeiten kann, der kann nicht glücklich sein. Wie war es, wenn Sie nach dem Krieg Leute trafen, die Uniform anhatten? Wie Polizisten zum Beispiel. War das in der ersten Zeit schlimm für Sie? Ja, auch jetzt. Und wenn Sie Hunde sehen? Ja. Schäferhunde? Sehe ich auch nicht gern. Laufe ich weg. Laufe ich weg. Denn die hatten ja Schäferhunde nicht im letzten Lager, sondern vorletzten, ja. Dort hatten sie ja Schäferhunde. Und deswegen, also, ich meine, es ist, ja, ich kann doch nicht normal sein. Ich meine, der Hund, es ist doch nicht der Hund seine Schuld. Trotzdem kann ich, also, ich mach sie nicht. Ich sehe sie nicht gern. Und wenn Sie irgendwo Stacheldraht sehen? Macht mich verrückt. Macht mich verrückt. Leider. Das ist ja das Schlimme. Ich habe mal gehofft, dass irgendwelche Ärzte mir gerade in dieser Weise helfen können. Vergessen. Ja, was ist denn ein Draht? Ist ein Draht, nicht wahr? Für mich ist es ganz was anderes. Ich kann aber nicht. Ich weiß ganz genau, ich bin verrückt. Warum soll ich mich ein Draht nicht ansehen können? Ich schaff's aber nicht. Der Tag der Ankunft ist angebrochen. In einer Stunde wird Mendel-Scheinfeld in München sein und dort vor einem weiteren ärztlichen Gutachter stehen. Diesmal vor einem Deutschen. Dem, so hofft er, werden die deutschen Behörden, die über die Erhöhung seiner Rente zu entscheiden haben, vielleicht eher Glauben schenken als den ausländischen Ärzten. Herr Scheinfeld, nehmen wir an, Sie würden eines Tages mehr Rente bekommen als heute. Was würden Sie mit diesem Geld tun? Haben Sie irgendeinen Wunsch, den Sie sich erfüllen würden? Ich habe viele Wünsche. Erstens, also ich möchte, wenn ich, also das erste Wunsch ist, ein bisschen gesünder zu werden, wenn es geht. So optimistisch bin ich leider nicht. Ich war mal Optimist, aber jetzt bin ich es leider nicht mehr. Nicht so. Also ich glaube nicht, dass ich ganz gesund wäre, aber ein bisschen, dass ich mindestens einen halben Tag arbeiten kann. Und wenn ich ein bisschen größere Rente bekommen kann, da können wir davon leben. Wir können uns vielleicht erlauben, Teile mindestens zu unseren alten Volkswagen kaufen. Wir schaffen es nicht, weil nur die Frau, ja, Ersatzteile, weil nur die Frau arbeitet und die Kinder, die verdienen schon etwas, die verbrauchen aber den größten Teil. Und die möchten gern denselben Luxus haben wie die anderen Kinder und so weiter. Aber wir, also meine Frau und ich, wir müssen erstmal, also das ist für eine Miete, das ist fürs Licht, das ist für Telefon und so. Und was da übrig bleibt, da reichen wir aus. Nein, wir können keinen Ersatzteil haben, weil wir nicht das Geld haben. Also es ist ein bisschen schwierig. Das ist auch ein Problem, an dem man manchmal denkt. Ich meine nicht, also dass man ganz problemfrei sein sollte. Also es ist vielleicht nicht so schlecht, dass man ein bisschen Problem hat, aber die sollen nicht so groß sein.
Mendel Scheinfelds Antrag auf Anerkennung der Spätfolgen wurde damals abgelehnt. Erst Jahre später wurde ein Vergleich geschlossen und er bekam etwas mehr Rente. Die Verbindung zwischen ihm und Hans-Dieter Grabe ist niemals abgerissen. Der Erfolg des gemeinsamen Filmes hatte Mendel Scheinfeld Kraft gegeben. Er konnte auf einmal anderen Menschen erzählen, ein Buch schreiben, Schulklassen besuchen und sogar Reisegruppen durch Konzentrationslager begleiten. Und noch etwas ist zu erzählen. Mendel Scheinfelds zweite Reise nach Deutschland wird als Theaterstück aufgeführt in einem Eisenbahnwaggon. Immer wieder macht er Station auf französischen Bahnhöfen. Einmal war der echte Mendel Scheinfeld sogar selbst im Publikum, sozusagen als sein eigener Zuschauer. Für ihn war es eine große, kaum fassbare Ehrung, erinnert sich Hans-Dieter Grabe. Wenige Monate später, im Frühjahr 2000, starb Mendel Scheinfeld im Alter von 78 Jahren in Oslo.